komme ursprünglich auch aus dem RCK-Rennsport. Ich habe als kleines Kind damals angefangen mit normalen Modellbausätzen. Und man entwickelt ständig die Produkte weiter. Im heutigen Zeitalter, ich wäre froh, damals so ein Auto wie heute gehabt zu haben, gerade bei dem, was in den Kombos aktuell verfügbar ist. Was ist dann hier das Besondere? Was hat sich da so rasant weiterentwickelt? Ich biete den Einsteigern sehr, sehr gute Technik, an wirklich durchdachte Komplettpakete. Man erhält Autos, womit man ohne Probleme direkt aus dem Baukasten heraus sehr viel Spaß haben kann, haltbares, hochwertiges Material hat. Die Autos sind schnell, das kommt auch noch dazu. Das heißt, das ist dann schon so das Modell, wenn ich das kleine Modell vom Anfang, wenn ich da was Größeres brauche, dann komme ich hier hin, kann aber auch sofort losbauen, ohne jetzt großes Hintergrundwissen zu haben. Genau, oder? Genau. Da kann man sofort loslegen. Die Autos sind fertig zusammengeschraubt. Okay. Ich kann dann wirklich das Auto aus dem Baukasten herausnehmen. Ich lade in den Akku. Ich habe Ladegeräte dabei, die den Akku innerhalb einer Stunde vollladen. Das heißt, ich muss gar nicht diese Kenntnis haben, wie baue ich das Auto zusammen, weil es steht schon so in der Kiste und ich packe nur noch den Akku rein. Genau. Sehr schön. Und ich erhalte ein Auto, was auf einem sehr hohen Materiallevel ist. Bei unserer eigenen AMX-Serie von Amevi erhalte ich Fahrzeuge, die durchgehend generell sehr durchdacht sind. Ich kann alle Fahrzeuge in Wettbewerbsfahrzeuge hochrüsten. Okay. Das bietet kein einziges anderes Einsteigerfahrzeug. Das heißt, ich habe wirklich ein Einsteigermodell, das aber eben dann nicht ersetzt werden muss, sobald ich mehr Leistung genau, will, das sondern Auto das getuned werden kann. Das Auto wächst immer mit mir mit. Okay, sehr schön. Als Beispiel den AM10T in einer normalen Version. Hier kommt es mit einem Zweizellenantrieb für einen reinen Einsteiger. Ist mit 45 km/h für Kinder geeignet. Aber wenn dieses Kind jetzt wächst, älter wird, erfahrener wird vom Fahrumgang her, ich kann die komplette Technik, Differenziale, Antrieb, Motor in dieses Auto setzen und habe dann ein Auto in der Extremversion, das fährt satte 100 Stundenkilometer, ist das maximalste an Leistung, was machbar ist. Das ist dann schon ein Rennmodell einfach, oder? Aber das Auto wächst einfach mit mir mit. Sehr, sehr schön. Das sind quasi richtige Rennautos hier. Richtige Rennautos vom Einsteiger bis zum Profi. Sehr, sehr schön. Dann vielen Dank, dass Sie mir auch den Einblick ins Innenleben gewährt haben. Und ich bedanke mich auch. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.